ihr, heute stelle ich euch wieder ein neues Buch vor. Es ist ein Liebesroman mit ein bisschen Drama drin und eins meiner neuen Lieblingsbücher, würde ich sagen. Es ist von einer Self-Publisherin, deswegen wieder ein kleines Herzensprojekt und ich hoffe, euch gefällt es. Hier sind die Fakten. Unterm Himmel von Berlin heißt es und ist von Sarah Berlin, ohne R, geschrieben worden und ist im Juni dieses Jahr erschienen, also auch wieder nicht so lange her. Es hat 208 Seiten und ist, wie gesagt, schon ein Self-Publishing-Buch. Es gibt es das als Taschenbuch und als E-Book kostet es 3,49 Euro und als Taschenbuch nur 8,55 Euro. Und das finde ich super, super billig für ein 200-Seiten-Buch als Self-Publisherin, muss ich einfach mal sagen. Weil ich frage mich, was überhaupt die Sarah verdient daran. Sarah hat mich angeschrieben mit der Bitte, ihr neues Buch zu rezensieren und vorzustellen, weil sie, ich sag's mal ganz offen, gesagt hat, dass dieses Buch leider bei ihren Lesern, bei ihrer kleinen Community nicht so gut ankommt wie die anderen Bücher. Vielleicht liegt es daran, dass es eigentlich so erotische Liebesromane sind, das heißt, einige von euch wollen da vielleicht auch mal vorbeigucken und dieses Buch halt nicht so ist. Und ich kann trotzdem nicht so ganz nachvollziehen, warum es nicht so gut ankommt, aber dazu später. Und ich fand es ganz witzig, weil die Sarah hat irgendwie nur 300 Follower oder sowas auf Instagram und ich war tatsächlich eine unter denen, obwohl ich noch kein Buch von ihr gelesen hatte. Und als sie mich angeschrieben hatte, habe ich nur geschrieben, ha, ich kenne dich von Instagram. Und die so, ach ja, krass, okay, die kleinen Followerzahlen, du bist da drunter. Ich so, ich weiß nicht, wie ich auf dich gekommen bin, aber ich bin immer froh, Self-Publisher irgendwie zu finden und denen zu folgen und sie zu unterstützen. Und deswegen finde ich es super, dass du dich an mich gewandt hast, um das Buch vorzustellen. Und dann hat sie mir das Buch zugeschickt und ja, hier ist es. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen, man merkt es, dass es ein Self-Publishing-Buch ist, einfach vom Layout her, was ich jetzt nicht schlimm finde. Also es ist auch nicht irgendwie schlecht gedruckt, es sind keine Rechtschreibfehler oder so drin. Man merkt es halt einfach nur, es gibt immer einen krassen Unterschied zwischen Self-Publisher-Büchern und Büchern aus dem Verlag. Aber wie gesagt, oh. Das Mikrofon. Aber wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Nur fällt einem immer sofort auf. Auch allein, weil das Format immer ein bisschen anders ist als bei anderen Büchern. Aber worum geht es denn jetzt in dem Buch? Es ist eigentlich super kurz zusammengefasst. Maya ist Mitte 30 und hat sich einfach mal auf so einer Tinder-ähnlichen Plattform angemeldet, um sich einen Kerl zu fangen. Weil sie so auch ihr Beuteschema hat, findet sie relativ schnell einen. Okay, er ist kreativ, ne? Findet sie super und er ist ziemlich gechillt und gelassen. Und ja, sie lässt sich einfach auf ihn ein und sie merkt schnell, okay, der Mann ist sehr interessant, ich mag den sehr, sehr gerne. Und er sagt aber immer, ja, ich mag dich auch sehr gerne, aber wir müssen ja nicht in einer Beziehung sein. Also es ist nicht so ein offene Beziehungsmäßig, sondern einfach, er möchte sich nicht binden, und, als hätte er Bindungsangst. Und dadurch gibt es sehr große Auf und Abs, weil Maya kennt das so nicht und Maya möchte natürlich irgendwie die Einzige für ihn sein und hat immer irgendwie Angst, wenn er weg ist oder alte Freunde trifft oder sowas, dass da irgendwas mit einer anderen Frau ist. Und im Prinzip möchte sie ihn ja auch nicht einsperren und sagen, ja, wir sind zwar nicht zusammen, ich möchte aber nicht, dass du andere Frauen verführst. aber sie, damit hat er, glaube ich, schon so ein Problem, dass er sich eingeengt fühlt. Sie selber braucht aber diese Sicherheit vielleicht für ihr Selbstbewusstsein, wo sie sagt, ich bin eigentlich so eine taffe Frau, ich bin so, habe so viel Kraft in mir und trotzdem gibt es da diese Verunsicherung in mir, dass nicht diese Absicherung existiert, dass er zu mir sagt, du bist die Einzige für mich und ich habe keine andere. Und damit hadert sie so ein bisschen. Sie merkt, dass sie dadurch psychisch sich ein bisschen verändert, dass sie schneller eifersüchtig wird und ja, Sachen in ihrem Kopf entstehen, die gar nicht zu ihr passen, weil sie immer irgendwie Angst hat, dass sie in einem Moment total abgeschrieben ist. Sie redet mit ihrer besten Freundin darüber und sie sagt, die beste Freundin sagt auch, naja, es ist nicht unbedingt, du bist nicht irgendwie egoistisch oder sowas, nur weil du sagst, du möchtest gerne eine Beziehung mit ihm, du möchtest ihn nicht einsperren oder sowas. Du hast einfach Angst, verletzt zu werden, wenn er plötzlich mit einer anderen Person zusammen ist. Und ja, deswegen versucht sie sich so ein bisschen ihm unterschwellig anzunähern und zu sagen, wie wär's denn mit einer Beziehung? Und er sagt auch die ganze Zeit, er blickt sie an und sagt, du bist die tollste Frau der Welt. Ja, aber ich möchte keine Beziehung. Er sagt quasi unterschwellig auf seine Art und Weise, dass er sie über alles mag, über alles liebt und dass er selber ein bisschen Angst davor hat, dass er so eine Empfindung hat.
Und sie selber, sagt natürlich, merkt auch selber, dass sie ihn über alles liebt, kann das aber nicht sagen, weil sie Angst hat, ihn zu verschrecken. Also man merkt, es ist eine sehr krasse Beziehungskonstellation, wo er die Maya, auf den Lauri heißt sie übrigens, eingeht, anstatt andersherum, habe ich das Gefühl. Sie versucht, auf seinen Lebensstil einzugehen, während der Lauri eher sein eigenes Ding durchzieht und der Maya nicht das Gefühl geben kann von Sicherheit, was sie vielleicht möchte, was sie vielleicht auch braucht. Ja, dann am Ende, ich möchte gar nicht so viel spoilern, gibt es einen kleinen Twist in der ganzen Geschichte und dann gibt es wieder einen kleinen Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Es ist, wie gesagt, trotzdem eine kleine Liebesgeschichte, die aber sehr viel Emotionen von der Frau und dieser ganzen komplizierten, verwirrenden Story mit diesem komplizierten Mann sehr gut beschreibt. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben worden, was für mich ein bisschen am Anfang ungewöhnlich war. Also ich war es nicht gewohnt, solche Geschichten zu schreiben. Und ich muss auch sagen, normalerweise finde ich es ein bisschen, also ich verpöne das so ein bisschen, diese Ich-Perspektive. Aber dadurch konnte man aus Mayas Sicht so viel mehr erfassen an ihren Gefühlen, dass ich sagen muss, ich bin sehr froh, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben worden ist. Auch muss man sagen, dass Maya eine sehr vernünftige Frau ist. Sie überstürzt nicht, sie ist nicht impulsiv, sie überlegt sich alles, achtet auf ihre Gefühle und ich finde es sehr stark von ihr, dass sie so versucht zu sagen, zwar ist es ein schwieriger Mensch, aber ich möchte mit dieser Person klarkommen und ich schubse nicht immer direkt jeden weg, wenn er ein bisschen komplizierter ist oder nicht das erfüllt, was ich mir selber so gedacht habe. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Personen gibt, die dieses Buch lesen und warum ich vielleicht auch glaube, dass sehr viele sagen, ne, gefällt mir nicht so das Buch, weil ich glaube, ich denke, dass sehr viele Frauen einfach sagen würden, nö, würde ich nicht mit mir machen lassen, verpiss dich, Junge. Aber, und da kommt auch das Ding, warum ich sage, es gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsbüchern, es spricht quasi, das wird jetzt sehr persönlich, meine letzte Beziehung an. Und ihr habt ja auf YouTube mitbekommen, dass es bei mir ziemlich viele Tiefs gab, dass ich eine Zeit lang gar nicht aktiv war auf YouTube und mich sehr zurückgezogen habe. Und das lag eigentlich daran, dass ich eins zu eins auch mit diesem Twist am Ende haargenau so eine Beziehung geführt habe. Und ich überhaupt nicht damit klarkam, nicht diese Sicherung zu haben. Und ich finde einfach, diese Gedanken, diese Gefühle, die Frau hat, eben dieses, ich mache mir gerade Gedanken, ich bin voller Eifersucht, findet er mich überhaupt interessant, wenn er nicht mit mir zusammen sein möchte oder wenn er mit anderen Frauen unterwegs ist, einfach diese Gefahr, dass man verletzt wird. Nicht diese Eifersucht selber, sondern die Gefahr, dass man verletzt wird, weil man sich auf jemanden eingelassen hat, mit jemandem eigentlich vielleicht ein Leben aufbauen möchte, eine Beziehung haben möchte und die Person sagt, nicht, ich kann keine Beziehung führen, was sie mir immer sagt, sondern eigentlich im Prinzip sagen möchte, ohne das auszusprechen, ich möchte mit dir keine Beziehung führen, sondern du bist einfach nur für mich da zur Bespaßung. Und ich möchte sagen, ich von mir aus sage, ich bin auch eine sehr starke Frau, aber wenn es um Thema feste Beziehungen geht und wenn es darum geht, dass es Menschen sind, die ich sehr, sehr gerne mag, dann bin ich emotional sehr instabil, sage ich mal so, sehr impulsiv auch und sehr unsicher. Einmal, weil ich die Person nicht verlieren möchte, einmal, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Und wie gesagt, in diesem Buch spiegelt das einfach haargenau die Situation wieder, wie sie bei mir im Leben war. Und deswegen habe ich am Schluss auch geheult ohne Ende, weil ich alles so gut nachvollziehen konnte. Sei es die ganzen Ahnungen, die sie hatte, sei es dann wirklich die Realität, wie es nachher wirklich war. Also es ist super krass emotional, wenn man selber damit irgendwie betroffen ist. Deswegen weiß ich auch nicht, inwieweit ich euch das empfehlen kann, das Buch. Also wie gesagt, ich finde es super, aber ich glaube, es gibt halt sehr viele unter euch, die einfach sagen, Alter, das würde ich mir gar nicht antun, der Typ ist einfach ein Arschloch.
Und deswegen weiß ich nicht, wie viele von euch sagen würden, da, das ist für mich eine perfekte Liebesgeschichte mit Happy End und Glückstränen und allem. Oder dass ihr sagt, ne, sorry, so stelle ich mir mein Liebesleben absolut nicht vor. Das ist für mich keine glückliche Beziehung. ja, also es ist schwer zu sagen, welche Zielgruppe von euch ich das Buch empfehlen könnte. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe aber jetzt wie immer auch eine kleine Hörprobe für euch. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verschnupft. Zum Glück habe ich diese Hörprobe noch, bevor ich mich leicht erkältet habe, aufgenommen. Die gibt es also in High Quality in meiner neuen Tonkabine aufgenommen. Und ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Viel Spaß jetzt noch mit der Hörprobe. Und kauft gerne euch das Buch, wenn ihr sagt, es gefällt euch, es sagt euch zu. Self-Publishing ist immer sehr, sehr schwer und die Sarah möchte ganz gerne oder lebt momentan schon vom Self-Publishing. Und da möchte ich dann auch, dass sie ihre Motivation nicht verliert. Und deswegen, wenn es euch gefällt, greift zu. Sei es nur ein E-Book für 3,49 Euro oder 59, ich weiß gerade nicht mehr. Oder unterstützt sie auf Instagram oder was weiß ich. Ja, hier die Hörprobe. Ich finde, ich habe ein Kapitel da ausgewählt, was schon sehr, sehr gut beschreibt, wie schnell Maya verzaubert ist von diesem Typen und wie schnell ich selber auch verzaubert sein kann von einem Mann, wenn er mir wirklich gefällt. Bei mir ist das nicht so langsam schleichend, sondern okay, der Typ ist es. Und wenn ihr vielleicht die Art von Mensch seid, der Typ ist es, dann ist das vielleicht ein Buch für euch. Viel Spaß mit der Hörprobe. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Kapitel 1. Da kommst du, der Sechste in der Reihe. Dein Foto erweckt in mir sofort das Gefühl, du bist derjenige, nach dem ich das suche. Ein attraktiver Mann mit Tiefe in dem Blick, mit erfrischend anderem, originellem Text unter dem Bild. Genau dich will ich kennenlernen. Ein seltsames Gefühl, schön und erschreckend und auch etwas albern zugleich, als ob ich an die Liebe auf den ersten Blick glauben würde. Die Worte auf deinem Profil bekräftigen nur noch das, was in mir gerade abgeht, was du in mir auslöst. Aufgeregt lese ich deine Zeilen und mein Herz pocht. Du lässt dich gerne verführen und stehst auf natürliche, selbstbewusste Frauen, die nichts erzwingen wollen und die das Leben genießen. Die gerne lachen und zu sich selbst stehen, mit allen Macken und kleinen Unvollkommenheiten, so wie sie sind. Das findest du erotisch und aufregend. Genauso wie Liebe machen unter freiem Himmel, anregende Unterhaltung bis ins Morgengrauen und Vertrautheit, die bei jedem trotzdem genug Freiraum für sich selbst lässt. Du betrachtest dich als kreativ, spontan, sinnlich, neugierig und ehrlich. Du bist Freiberufler, ein moderner Nomade und hältst nicht viel von Konformismus und gesellschaftlichen Zwängen jeglicher Art. Du bist kein Mann für einen Bausparvertrag und die Frau, die sich mit dir einlässt, sollte keinen akuten Kinderwunsch haben. Klare Worte, die bestimmt viele Kandidatinnen sofort abschrecken. Mit anderen Worten sagst du bloß, du willst dich nicht wirklich binden und sesshaft werden. Aber will ich denn das? Gleichzeitig schreibst du, du suchst eine Frau, die mit dir das Leben zelebrieren möchte, die den Augenblick in seiner ganzen flüchtigen Schönheit genießen will, die bereit ist, mutig und offen ihre geheimen Fantasien auszuleben und sich mit dir hingeben, was das Hier und Jetzt zu bieten hat. Ich lese zwischen deinen Zeilen und verstehe ziemlich gut, was du sagen willst. Du bietest so ein aufregendes Abenteuer, ein erotisches Roadmovie, aber kein sicheres Zuhause, was der ideale Nährboden für meine Sehnsucht bedeutet. All das, was ich lese, triggert in mir meine alte Kinderkrankheit DBS. Und ich ahne aufgewühlt einen neuen Schub. Ich schicke dir ein Lächeln, speichere dich als Favoriten ein und zeige dir damit unmissverständlich mein Interesse. Zugegeben, etwas erschrocken über meine Abenteuerlust, die zweifelsohne nur noch darauf wartet, von einem Mann wie du entfacht und entfesselt zu werden. Es ist schon spät und ich gehe danach gleich ins Bett, aufgeregt und stark hoffend, dass du dich bei mir melden wirst. Ich finde es total albern, doch dein Foto geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Die dunkelblonden, gewellten Haare und graublauen Augen mit dem zurückhaltenden, wirkenden Lächeln auf dem Profilbild sind zugegeben schon ein Eyecatcher, wo du eigentlich gar nicht so sehr mein Typ bist. Ich stehe meistens auf dunkle Männer, doch die Dunkelheit erahne ich umso mehr in der Tiefe deines Blickes.
Die Frage, warum gerade du, weckt in mir ein lächerlich sentimentales Gefühl der Vorbestimmung. Du wirkst so sehr anders als die übrigen Männer. Und dieses Bauchgefühl ist stärker als alle meiner logischen Bedenken. Am nächsten Morgen fahre ich noch im Pyjama den Rechner hoch und logge mich ein. Mit heftigem Herzklopfen wie ein junges Mädchen. Und da ist sie, deine Nachricht. Meine innere Stimme spitzt ihre Ohren bei den ersten Worten, die ich lese. Was schreibt man am besten einer so hübschen Frau, die mir als ihrem Favoriten ein Lächeln auf dem Profil hinterlassen hat, ohne sie schäbig anzumachen und sie damit gleich in die Flucht zu schlagen? Vielleicht einfach die Wahrheit? Ich finde deine Augen wunderschön, doch auch dein Ausschnitt ist deine Augenweide. Ganz ehrlich, ich frage mich, warum eine so attraktive Frau wie du entweder alleinstehend oder unglücklich in ihrer Beziehung ist. Wenn du denkst, ich könnte dir einige schöne Momente bescheren, dein Leben irgendwie bereichern, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Das meine ich jetzt nicht so, wie es klingt. Doch schon. Aber ich bin auch ein guter Zuhörer und kann sogar witzig und unterhaltsam sein, wenn man mir die Chance gibt. Und ich kann ziemlich gut kochen. Melde dich bei mir, ich würde dein Lächeln gerne in echt empfangen, nicht nur virtuell. Ich heiße übrigens Lauri. PS, bin 39 Jahre jung und vom Sternzeichen Waage, falls du auf sowas stehst. Weil du eine Löwin bist, haben wir schon mal keine so schlechte Prognose. Deine Zeilen zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht und ich will sofort mehr von dir erfahren. Auf den ersten Blick scheinst du eine ziemlich reizende Mischung aus Ehrlichkeit, Humor und offensichtlichem sexuellen Interesse auszustrahlen. Ich nehme deine subtilen Fühler wahr, deine Direktheit, die sich in deinen Nachrichten widerspiegelt, deine Neugier. Ich antworte dir unmittelbar, doch ich bin vorsichtig, schreibe nur ein Drittel von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Oder bin ich bloß unsicher, weil du mich offensichtlich kennenlernen willst und ich stark an dir interessiert bin? Und weil mir bewusst ist, dass ich nicht die Einzige bin, mit der du im Kontakt bist und dass du genauso wie ich aussortierst, prüfst und vergleichst. Die nächste kurze Stunde verbringe ich wie ein aufgedrehter Teenagerin mit dem Aktualisieren meines Postfaches im Minutentakt. Da ich zu den seltenen Verweigern der uneingeschränkten Nutzung des Smartphones gehöre, bleibt mir die Qual ständigen Starrens auf das Display erspart. Dafür laufe ich immer wieder wie ferngesteuert zum Laptop. Endlich entdecke ich deine Nachricht. Da ist irgendwas in deinen Sätzen, was meine Aufmerksamkeit immer stärker weckt. Ich nehme eine stille, persönliche und angenehme altmodische Note wahr in der Art, wie du mir schreibst. Ohne es zu wissen, bringst du in mir in dem ersten Augenblick etwas in Gang und diese besondere Resonanz zwischen uns findet statt, noch bevor wir uns gesehen haben. Du gibst dich offen und ehrlich. Ich bemerke keine Bemühung, dich wichtig und besonders interessant präsentieren zu wollen. Das finde ich zusätzlich erfrischend und liebenswert. Auf meine Frage, was du so beruflich machst, antwortest du kurz und knapp: Ich schreibe und versuche davon zu leben, was dank moderner Self-Publishing-Möglichkeiten im Augenblick einigermaßen klappt. Volltreffer. Ein Kreativer also. Ganz meine Zielgruppe. Du schreibst leicht melancholische Krimis, die in den düsteren finnischen Winterlandschaften spielen. Nebenbei erwähnst du, dass du halb Finne und halb Spanier bist und seit deiner frühen Kindheit in Deutschland lebst. Eine exotische Mischung, die deine interessanten Gesichtszüge erklären. Wir schreiben und schreiben. Die Antworten folgen meistens innerhalb einer Stunde. Es sieht so aus, als ob wir beide den ganzen Samstag vor dem Bildschirm verbringen wollen, um uns besser kennenzulernen. Die Liebe zur Sprache und zur Literatur ist unsere erste Gemeinsamkeit. Meine Nebentätigkeit als Yogalehrerin belustigt dich etwas und du hoffst, dass ich nicht das volle Repertoire des Kamasutras von dir erwarte. Ein paar Grundstellungen hättest du parat, aber bei dem Brückenpfeiler oder der Budapester Beinschere müsstest du mich enttäuschen. Ich schmunzle und schreibe klischeehaft, die Stellungen alleine seien nicht das Kriterium für guten Sex. Guter Sex ist relativ und Geschmackssache, kommentierst du augenzwinkernd. Du liebst es einfach, die Frau zu befriedigen. Das ist deine große Vorliebe. Jetzt hole ich tief Luft. Dieser Satz trifft mich direkt in meinen Bauch. Es kribbelt heftig in mir, ohne dich gesehen zu haben, und ich genieße es. Die alte Sehnsucht breitet sich in mir wie eine akute Viruskrankheit aus, befällt allmählich all meine Zellen. Doch macht sie mich nicht krank, sondern weckt mich aus meinem lethargischen Dauerzustand der letzten Jahre wieder auf. Nach der vierten oder fünften Nachricht bittest du mich um mehr Fotos von mir. Deine Neugier ist deutlich spürbar und auch ich wünsche mir, mehr von dir zu sehen. Schnell suche ich ein paar verschiedene Porträtfotos aus.
Nach kurzer Überlegung hänge ich noch ein Ganzkörperfoto an, das meine beste Freundin Sonja im letzten Sommer am Strand von Weißensee aufgenommen hat. Ich trage einen knappen Triangel-Bikini und mache darin eigentlich eine ganz gute Figur, besonders weil ich dabei rechtzeitig den Bauch eingezogen habe. Diesmal warte ich länger auf deine Antwort bis zum späten Nachmittag. Der lästige Wurm der Unsicherheit nagt an mir und flüstert mir gemein zu: Vielleicht gefällst du ihm doch nicht. Vielleicht steht er auf Frauen mit perfekter Sanduhrfigur. Ich trage zwar Körbchengröße C, doch habe keinen großen Arsch. Und meine Hüften sind eher schmal als ausladend und gebärfreudig. Trotzdem ist es mir lieber, ich erfahre gleich, dass ich nicht dein Typ bin, als später, wenn ich von dir schon zu sehr angetan bin. Also war das Bikini-Foto eine richtige Entscheidung. In der darauffolgenden Nachricht, die mich von meiner immer stärkeren Anspannung erlöst, sprichst du mich plötzlich mit »Hallo, schöne Frau« an und entschuldigst dich erst für die Pause. Du musstest was erledigen und warst kurz weg. Sofort bedankst du dich für die Fotos und findest mich sehr hübsch und attraktiv. Das Bikini-Foto bestätigt das, was du dir in deiner Fantasie ausgemalt hast, nämlich, dass ich nicht nur eine interessante und kluge Frau bin, sondern auch sehr sexy. Der Wurm in mir bekommt bei dem Kompliment endlich eine heftige Klatsche und zieht sich niedergeschlagen zurück. Und ich dachte, ich hätte die Phase der Selbstzweifel schon längst hinter mir gelassen und bin eine entspannte Mitdreißigerin geworden. Gibt es denn überhaupt Frauen, die sich so sehr im Einklang mit ihrem Körper sind, dass sie niemals an ihrer Attraktivität zweifeln? Umso mehr freue ich mich, dass du mich sexy findest. Denn bloß eine interessante und kluge Frau zu sein, ist meistens leider nicht genug, um einen Mann für sich zu gewinnen. Mit zittrigen Händen öffne ich die Anhänge, um Bilder von dir zu begutachten und halte die Luft an. Du bist entweder ein ausgesprochen gut aussehender Mann oder einfach wahnsinnig fotogen. Die Fotos sind richtig geil. Dein Profil mit der markanten Nase finde ich sehr männlich und dein ernster, tiefgründiger Blick lässt mich nicht mehr los. Auf mehreren Fotos trägst du deinen mittellangen Haare einen 5-Tage-Bart und ich finde, er steht dir noch besser als das glatt rasierte Gesicht auf dem Profilfoto. Plötzlich erinnerst du mich ein bisschen an Lancelot aus dem Film Der erste Ritter, verkörpert von damals noch dem jungen Richard Gere. Das verblasste Filmposter hängt immer noch in meinem Zimmer bei den Eltern. Kopfschüttelnd über mein albernes Wunschdenken betrachte ich aufmerksam jedes weitere Bild von dir. Auch du hast ein Foto mit nur leicht bekleidetem Oberkörper angehängt. Du bist schlank, 1,88 groß, sowie mit schön definierten Oberarmen in dem Tanktop. Du wirkst jedoch nicht wie jemand, der mehrere Tage in der Woche im Fitnessstudio schwitzt und Gewichte stemmt, was ich wiederum sehr sympathisch finde. Du verbringst deine Freizeit lieber mit Fahrradtouren in der Natur und bist früher viel geklettert. Jetzt verschlägt dich vor allem dein Bedürfnis nach Stressabbau in die Kletterhalle, doch du bist kein Sportfanatiker. Es gefällt mir, dass du ein Individualist zu sein scheinst. Du gefällst mir. In der letzten Nachricht wünschst du mir süße Träume und bedankst dich dafür, dass ich den ganzen Tag Schreiben mit dir verbracht habe. War das jetzt ein kleiner Seitenhieb? Zeige ich dir zu offen mein Interesse? Aber ich kann mich nicht verstellen. Mich kalt und schwer zu haben, zu präsentieren, liegt mir auch nicht. Das konnte ich noch nie, vielleicht ein Fehler von mir. Noch lange liege ich wach und denke über unsere Gespräche nach. Stumm wiederhole ich deinen Namen, der so einladend, aufregend und einfach schön klingt. Lauri. Wenn wir den Tag zusammen irgendwo in der Stadt verbracht hätten, würdest du mich jetzt nach Hause begleiten und wir würden uns vermutlich küssen. Doch ich würde dich nicht zu mir auf einen Kaffee einladen. So jammernd wie dich möchte ich nicht so schnell für eine unverbindliche Nacht riskieren. Du versprichst nämlich viel mehr. Trotzdem ahne ich, dass ich meine guten Vorsätze sofort vergessen werde, wenn du vor mir stehst und mein aufgestautes, vor Sehnsucht geladenes Verlangen über meine Bedenken siegen wird.